So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen und hallo zu einem weiteren neuen Let's Play auf meinem Kanal. Mal wieder ein Klassiker in der Gaming-Geschichte des Game Boy Colors und natürlich, ich sag jetzt auch mal wieder, ein Spiel, was er sagt, Nintendo Switch Online-Abo mit enthalten ist bei den Game Boy-Spielen. Pokémon Trading Card Game, seitdem nun 9. August, würde ich jetzt mal sagen. Es war, glaube ich, nicht am gleichen Tag wie die Pokémon Direct, glaube ich, herausgekommen. Ne, glaube ich, nicht. War, glaube ich, nicht am gleichen Tag. Also am 9. August 2023 ist, dieser Klassiker vom Game Boy Color, der im... Warte mal, ich glaube, es war der 15. Dezember, so ungefähr im Jahre 2000, wo da das Pokémon Trading Card Game für den Game Boy Color herauskam und man zum allerersten Mal in der Videospielgeschichte ein Trading Card Game auf einer Konsole spielen konnte. Auf einer Konsole. Ich weiß, jetzt nicht so genau, ob in diesem Zeitraum, was jetzt hier unten stand, vielleicht sogar auch schon Yu-Gi-Oh! Bei irgendeinem PC-Spiel war, aber ich glaube, das war noch nicht zu diesem Zeitpunkt gewesen. Somit war dann wirklich das Pokémon Trading Card Game ein Vorreiter gewesen mit den kommenden Spielen auf den Konsolen. Sei es jetzt nun Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Vorher war aus meiner Informationsriege her Pokémon Trading Card Game für den Game Boy Color das Spiel gewesen, was als erstes begonnen hatte mit dem Trading Card Game auf einer Konsole. Später wiederum, ja, hat sich das Ganze noch ein bisschen gewandelt. Erst im Jahre 2000 und... wann war das jetzt? 2014 vielleicht? War es 2014 oder 2012 gewesen, wo zum allerersten Mal für den PC, iOS und Android das Pokémon Trading Card Game Live? Oder Online? Pokémon Trading Card Game Online, glaube ich, erschienen war, womit man dann auch am PC, iOS, Android, auch gegen andere Spieler auf der ganzen Welt Pokémon-Kartenduelle vollziehen konnte. Dann jetzt vor einigen Wochen, Monaten, auf jeden Fall in diesem Jahr, wurde dann aus dem Pokémon Trading Card Game Online dann Pokémon Trading Card Live. Also neue Aufmachung, dann sowieso neue Karten und ja, trotz allem immer noch, Yu-Gi-Oh! Ich meine natürlich Pokémon Online Kartengame. Aber jetzt wollen wir erstmal hier ein neues Spiel beginnen. Das allererste Mal, wo ich persönlich, Pokémon-Karten richtig gespielt habe. Zu dem Zeitpunkt, eigentlich überhaupt schon Pokémon-Karten gehabt? Oder hatte ich erst nach dem Spiel hier begonnen? Ist jetzt auch schon eine halbe Ewigkeit her. Über 23 Jahre, ja, wo das Spiel herauskam. Ich habe es auf jeden Fall gespielt, das Game Boy Color Spiel hier. Und wie schon gesagt, das war das einzige Mal gewesen, wo ich eigentlich mit den Pokémon-Karten richtig gespielt habe. Denn generell war es ja sowieso gewesen, dass in meiner Schule und so weiter und so fort Yu-Gi-Oh! Mehr im Vor... Naja, mehr Anhänger quasi hatte, als das Pokémon-Kartenspiel, also wurde auch in den Schulen mehr Yu-Gi-Oh! Als Pokémon-Karten gespielt. Also ja, ich dann natürlich auch Yu-Gi-Oh! Hatte zwar, wie schon gesagt, ein paar Pokémon-Karten gehabt. Aber ja, jetzt leider nicht mehr. Hätte ich geahnt können, was vor ein paar Jahren mit der Pandemie begonnen hatte mit den Pokémon-Karten. Oh ja. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein blödes Gesicht ich gemacht habe, als ich da erstmal gesehen habe, wie viel Geld man für eine Pokémon-Karte, ich sag jetzt lieber mal nicht, welche damit in dem Zusammenhang stand, sage ich jetzt lieber mal nicht. Das sage ich lieber nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe mich schon recht geärgert und vor allem auch hätte ich das niemals gedacht, dass die Pokémon-Karten mal so viel wert sein würden. Tja, aber das ist Vergangenheit, ebenso vergangen wie die Zeit, wo ich dieses Spiel mal gespielt habe. Und nun wollen wir es doch mal wieder wagen.
Pokémon Trading Card Game. Natürlich auf Deutsch, hat es doch eigentlich schon längst angegeben. Als wir, sag hier, das Ganze begonnen haben. Wo ist jetzt das P eigentlich abgegeben? Ah, hier. Okay, okay, okay. In diesem Zusammenhang... können wir leider sich nicht Phantom Heart nehmen. Ach, ist jetzt aber auch wirklich ein bisschen blöd gelaufen. Muss man sag jetzt leider sagen. Auch sag, in Bezug auf die Pokémon-Karten. Aber bevor wir sag jetzt beginnen... ja, das Pokémon Trading Card Game für den Game Boy Color. Da muss man natürlich auch jetzt nochmal ein paar Sachen, sagt dazu ja auch nochmal gesagt haben. Das war dann, sagt sowieso auch das erste. Man kann es ja, sagt so sagen. Mal sehen, wie kann man das, sagt jetzt ein bisschen sagen? Card RPG. Karten Role Playing Game. So kann man es eigentlich wirklich sagen. Man spielt, sagt ja hier diesen Protagonisten mit dem roten Bandana. Bandana. Mit dem großen, mit dem roten Tuch um den, auf dem Kopf. Und ja, man hat ja hier bei die Aufgabe, natürlich, wenn man erstmal sein Kartendeck erhält, von natürlich, sagt auch ein Kartenprofessor in diesem Spiel, dass man dann, die Aufgabe hat, die 8 Clubbesitzer oder wie es war, die 8 Clubmeister zu besiegen, Orden zu erlangen. Und dann am Ende, sag ja, in einer Karten-Pokémon-Liga gegen die Top 4, also in diesem Fall, glaube ich, hießen die Karten Großmeister, zu besiegen. Dann, sagt Champ zu werden. Und vor allem, sagt auch die legendären Pokémon-Karten von Arctos, Zapdos und Lavados zu kriegen. Mewtwo gibt es natürlich, sagt, in diesem Spiel auch. Mew, glaube ich, sagt ebenfalls. Und darüber hinaus Karten aus, den ersten drei... Editionen, glaube ich, aus den ersten drei Booster-Packs. Also es gibt insgesamt drei Starter-Decks und dann ist er, glaube ich, Karten aus den ersten drei Boostern von vom Pokémon Trading Card Game, glaube ich, ja. Natürlich gibt es dann auch noch einen Rivalen, der natürlich besser sein will als wir. Und darüber hinaus gibt es auch noch, ja, in-game ein paar kleine Kartenturniere, um auch noch ein paar neue Karten zu kriegen. Auch um die Mewtwo-Karte auch zu kriegen. Und dann gibt es auch noch einen komischen Kauz bei diesem Spiel, daran kann ich mich noch erinnern. In schwarz gekleidet und war, glaube ich, selbst betitelt in diesem Spiel als komischer Kauz oder als mysteriöser Kerl oder wie auch immer. Ich weiß, wie er noch so aussah, aber den Namen weiß ich nicht mehr. Tja, bin schon alt. Aber jetzt beginnen wir auf jeden Fall. Heart ist ganz verrückt nach Pokémon und Pokémon-Karten. Eines Tages erzählte man Heart, die legendären Pokémon-Karten, die extrem seltenen und mächtigen Karten, der größten Pokémon-Sammelkartenspieler, die Großmeister suchen jemanden, der die Legende weiterlebt, mit dem Traum, die legendären Pokémon-Karten zu erben, besucht Heart. Das hört sich eigentlich doch ein bisschen blöd an, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Ja, wenn ich das dann sagst, ausspreche, hört sich das einfach blöd an. Obwohl... ja. Nein. Nein, 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 nein. Ich denke mal, wir machen das jetzt, sag mal, ein bisschen anders. Ja. Oder? Nein, 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 nein. Was, sag, an Phantom irgendwie am nächsten kommt, ist, sag, ein Ghost. So, Ghost ist ganz zurück nach Pokémon und Pokémon-Karten. Eines Tages erzählte man Ghost, die legendären Pokémon-Karten, die extrem seltenen und mächtigen Karten, der größten Pokémon-Sammelkartenspieler, die Großmeister suchen jemanden, der die Legende weiterlebt.
obwohl Ghost passt eigentlich jetzt auch nicht gerade so richtig. Wer hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich mir jetzt so viele Gedanken über den Namen mache? So, auch bei den Namen kann man da sagt wirklich nichts verkehrt machen. Red. Red ist ganz verrückt nach Pokémon und Pokémon-Karten. Das haben wir jetzt doch irgendwie schon ein paar Mal gehört. Eines Tages erzählte man Red, die legendären Pokémon-Karten, die extrem seltenen und mächtigen Karten der größten Pokémon-Sammelkartenspieler, die Großmeister suchen jemanden, der die Legende weiterlebt. Mit dem Traum, die legendären Pokémon-Karten zu erben, besucht Red dem Erforscher der Pokémon-Karten, Dr. Mason. Ja, auf der Oberwelt. Es gibt insgesamt natürlich, sag ja, 8 Clubs. Wo man natürlich sogar auch gegen 8, ja, Clubmeister, ich glaube ja, die hießen glaube ich Clubmeister, spielen konnte, Orden gewinnt und dann am Ende dann sowieso gegen die Großmeister antreten konnte. Oh, warum zum Eile, Red? Was? Du möchtest das Pokémon-Sammelkartenspiel lernen? Dann möchtest du nun mit dem Spiel beginnen. Auch wenn es jetzt schon 10 Minuten gedauert hat. Nun, Wettkämpfe sind spannender als das reine Sammeln der Karten. Als erstes solltest du mit einem Übungsdeck spielen. Hier, ich gebe dir das Deck. Nun brauchst du nur noch einen Gegner. Hey, Jan! Spiel doch mal ein wenig mit ihm! Ja, klar, Dr. Mason. Hallo, Red. Red. Okay, lass uns versuchen. Es ist Zeit für ein Duell. Hey, Red! Beeil dich und komm her! Als erstes frage Jan nach den Grundzügen des Spiels. Okay, Red, was möchtest du wissen? Energie. Damit Pokémon fähig geht anzugreifen, benötigen sie Energiekarten. Ohne Energiekarten kann ein Pokémon nicht angreifen oder zurückgezogen werden. Es gibt 7 Arten von Energiekarten. Pflanzen, Feuer, Wasser, Elektro, Psycho, Kampf und Farblose. Welche Art von Energie benötigt wird, hängt vom jeweiligen Pokémon ab. Daher ist es wichtig zu wissen, welches Pokémon welche Energie benötigt. So, angreifen. Ein Pokémon fügt einem anderen Pokémon durch Attacken Schaden zu. Um die Attacken ausführen zu können, benötigt das Pokémon Energie. So braucht Golkings Kaskade zum Beispiel also eine Wasserenergiekarte. Gab es eigentlich zur damaligen Zeit schon die Attacke Kaskade? Es war ja, sagt das Jahr 2000. Eigentlich zur damaligen Zeit. Wann kam er, sagt Pokémon Gold, Silber? Gold und Silber raus. Das wäre jetzt sehr interessant zu wissen, aber Kaskade war ja keine Gen 1 Attacke gewesen. Wenn ich mich eigentlich recht entsinne. Oder ich habe das ja schon längst vergessen. Also, zum Beispiel Wasser und Farblos, also eine Wasserenergiekarte und eine Karte eines anderen Typs. Die benötigte Energie ist von Attacke zu Attacke verschieden. Gut. Rückzug. Um dein aktives Pokémon gegen ein Bank-Pokémon zu tauschen, wähle den Befehl Rückzug. Wenn dein aktives Pokémon in Gefahr ist, hol es zurück auf die Bank. Für einen Rückzug wird Energie benötigt. Die Anzahl der benötigten Energiekarten ist abhängig vom jeweiligen Pokémon. Pokémon entwickeln. Es gibt 3 Arten von Pokémon-Karten. Basis-Pokémon, Phase-1-Pokémon, Phase-2-Pokémon. Shigi ist ein Basis, Chillok ein Phase-1 und Turtok ein Phase-2-Pokémon. Nur Basis-Pokémon können direkt ins Spiel eingebracht werden. Ein Basis-Pokémon im Spiel kann zu einem Phase-1-Pokémon entwickelt werden. Ein Phase-1-Pokémon im Spielbereich kann zu einem Phase-2-Pokémon entwickelt werden. Deshalb wird Shigi benötigt, um mit Chillok zu spielen, und Chillok wird benötigt, um mit Turtok zu spielen. Gut, mal sehen. Pokémon Power einsetzen. Einige Pokémon haben bestimmte Fähigkeiten, Pokémon Power genannt. Manche Pokémon Power wirkt sich aus, sobald das Pokémon im Spiel ist. Andere muss mit dem Kommando Pokémon Power aktiviert werden. Es gibt verschiedenartige Pokémon Power, da solltest du dir jede Karte dazu aufmerksam durchlesen. Zug beenden. Dein Zug endet nach jedem Angriff, hast du nicht genügend Energie für einen Angriff oder ist dein aktives Pokémon aufgrund von Lähmung nicht fähig, etwas zu tun, kannst du deinen Zug mit fertig beenden. Dein Zug ist damit beendet und dein Gegner ist am Ball. Wähle fertig nur, wenn du gar nichts mehr machen kannst. Okay, Duell, Sieg, K.O. Der Sieg oder die Niederlage wird grundsätzlich über die Preise entschieden. Preise sind Karten, die du dir nehmen kannst, wenn das gegnerische Pokémon kampfunfähig ist. Du hast das Duell gewonnen, wenn du deinen Gegner so oft kampfunfähig gemacht hast, wie Preiskarten vorhanden sind.
Du verlierst das Duell, wenn du keine Karten mehr im Deck hast oder wenn du keine Pokémon im Spielbereich hast, die du einsetzen kannst. Also aufgepasst. Okay, dann haben wir jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Das war's schon? Jo. Man sagt, Taten sagen mehr als Worte, also lass uns spielen. Da es dein erstes Spiel ist, fangen wir mit den Grundschritten des Spiels an. Ich werde dich anleiten und du folgst meinen Vorgaben. Wenn du dich nicht an meine Anweisung hältst, können wir das Spiel nicht fortsetzen. Wenn du während des Spiels das Pokémon-Sammelkartenspiel manuell liest, wird die Sache für dich einfacher. Okay, dann beginnen wir mit dem Übungsspiel. Tja, alles... Techniker Jan, Jans Übungsdeck. Da dies nur eine Übung ist, brauchst du das Deck nicht zu mischen. Okay, jeder Spieler zieht 7 Karten. Gut zu wissen. Wähle ein Basis-Pokémon für die Arena aus. Hebe 7 Karten ab und wähle ein aktives Pokémon. Ja, nur Basis-Pokémon sind als aktive Pokémon einsetzbar. Deshalb wähle zwischen Goldini und Sterndu. In unserem Übungsduell setzt du Goldini ein. Schade. Okay, hier haben wir noch Hyper-Eiler. Hyper-Heiler sieht sagt ein bisschen gefährlich aus. Sterndu, Golking, Psychoenergie, Wasserenergie. Ach, der alte Klassiker. Aber jetzt Goldini. Goldini wurde in die Arena gestellt. Du kannst bis zu 5 Basis-Pokémon auf die Bank setzen. Als nächstes setze deinen Pokémon auf die Bank. Okay, du kannst ein aktives Pokémon gegen einen von der Bank tauschen. Auch auf der Bank können nur Basis-Pokémon platziert werden. Nimm Sterndu aus deiner Hand und setz es auf die Bank. Okay, Sterndu ist auf der Bank. Wenn du alle Pokémon auf der Bank platziert hast, drücke den B-Knopf zum Beenden. Gut, Preise platzieren. Bitte platziere 2 Preise. Gut. Ein Münzwurf entscheidet, wer zuerst am Zug ist. Bei Kopf spielt Red zuerst. Tja, Red. Älter, härter, besser. Du bist als erst am Zug. Red Zug. Hebe eine Karte von deinem Deck ab. Du hast Wasserenergie gezogen. Um einen Angriff ausführen zu können, musst du deinem Pokémon Energiekarten geben. Wähle das Kartenmenü und nimm eine Wasserenergiekarte. Okay, als nächstes wählst du ein aktives Pokémon Goldini, drücke den A-Knopf und nun bekommt Goldini Wasserenergie. Wähle nun eine Attacke aus und greife deinen Gegner an. Wähle Angriff im Menü und entscheide dich für Hornattacke. Nun lassen wir das Spiel beginnen. Okay, Hand, Wasserenergie, Spiel, Goldini. Gut, können wir das Ersack mehrmals machen? Du kannst nur eine Energiekarte pro Runde einsetzen. Okay, das mussten wir jetzt Ersack auch mal wissen. Wie können wir Ersack überprüfen? Goldini, Rücksichtskosten, Schwäche, Resistenz, aktuell nix. Wie können... Okay, in der Laichsaison im Herbst sind sie beim kräftigen Stromaufwärtsschwimmen zu sehen. Naja, kein Wunder, dann ist er mit der Kaskade. Gut, dann starten wir mit der Hornattacke. Level 12 Goldini greift ein Level 20 Macholo an. Macholo erhält 10 Schadenspunkte. Jans Zug. Hebt eine Karte ab. Jan denkt nach für Kampfenergie an Macholo. Er denkt immer noch nach. Und Machello setzt den Kick ein. Red Zug. Hebe eine Karte vom Deck ab. Wieder Wasserenergie. Dein Goldini steht kurz davor, besiegt zu werden. Entwickle es. Nimm Golking aus deiner Hand und teile es Goldini zu, damit es sich entwickelt. Die KP steigen von 40 auf 70. Dein Golking hat nicht genügend Energie, um Kaskade auszuführen. Du musst Golking eine Psychoenergiekarte geben. Stern bedeutet eine beliebige Karte. Nun kannst du Kaskade ausführen. Behalte die Wasserenergiekarte für ein anderes Pokémon. Behalte. Nun lass uns deinen Gegner mit Kaskade angreifen. Nun lass uns das Spiel beginnen. Okay. Golking entwickeln. Goldini entwickelt sich zu Golking. Dann sag noch die Psychoenergie aktivieren. Und dann greifen wir an mit der Kaskade. So, jetzt ist er, sagt der Techniker, wieder dran. Setz Radfratz auf die Bank. Kampfenergie an Radfratz. Macholo setzt weiterhin den Kick ein. Wir sind dran, heben eine Karte ab.
Wieder Wasserenergie. Goruking hat ausreichend Energie, du brauchst keine mehr eins hinzuzufügen. Gib dein Pokémon auf der Bank Energiekarten, damit sie für den Kampf bereit sind. Gib dein Sterndo auf der Bank eine Wasserenergiekarte. Als nächstes wähle die Attacke aus. Macholo hat noch 10 KP übrig. Gorukings Hornattacke reicht aus, um Macholo zu besiegen. Nun wähle Gorukings Hornattacke aus. Nun sind Macholos KP auf 0 gesunken und es wurde besiegt. Wenn du ein Gegners Pokémon besiegt hast, kannst du dir einen Preis nehmen. Nun lass uns das Spiel beginnen. Okay, Wasserenergie aktivieren, Sterndu. Und Angriff, Hornattacke. Nochmal eine Wasserenergie. Jetzt setzt Jan seinen Ratzfratz ein. Und entwickelt sich sogleich auch zu Radikal. Sehr radikal, das Radikal. Okay, wir sind dran. Eine Karte vom Deck abheben. Du hast Traumato gezogen. Sind alle deine Pokémon besiegt und sitzen keine Pokémon mehr auf der Bank? Hast du verloren. Setze Traumato, das gerade erhaltene Basis-Pokémon, auf die Bank. Gib Traumato eine Wasserenergiekarte und bereite es auf den Angriff vor. Greif deinen Gegner mit deinem aktiven Pokémon Golking und der Attacke Kaskade an. Nun lass uns das Spiel beginnen. Okay, Traumato, auf die Bank mit dir. Traumato, du kriegst eine Wasserenergie. Und Golking, setze deinen letzten Angriff ein. Gut, weitere Elektroenergie an Radikal. Sehr radikal. So, Jan nimmt einen Preis. So, wähle ein Pokémon für die Arena aus. Ersetze dein besiegtes Pokémon durch ein Pokémon von der Bank. Auf deiner Bank sitzen Traumato und Sterndu. Wähle Sterndu als aktives Pokémon für dieses Übungsdell. Mit Selex kannst du die Pokémon-Daten überprüfen. Es ist wichtig, dass du deine Karten und den Status deiner Pokémon kennst. Nun lassen wir das Spiel beginnen. Okay, mit Select also. Du hast Trank gezogen. Sterndu entwickelt sich zu Starmie. Bereiten wir Sterndu vor, die Attacken Starmies benutzen zu können, wenn es sich entwickelt hat. Nimm die Wasserenergiekarte aus deiner Hand und gib sie Sterndu. Greif deinen Gegner mit Sterndus Hieb an. Nun lassen wir das Spiel beginnen. Okay, aber wir haben doch jetzt hier kein Sterndu, Starmie. Das müssen wir natürlich auch erstmal ziehen. Okay, es ist natürlich auch wirklich wichtig, die Grundlagen jetzt exakt zu kennen. Okay, jetzt müssen wir theoretisch einen Trank aktivieren, oder? Noch ein Golking. Lass Sterndu mit Hilfe einer Trainerkarte wieder zu Kräften kommen. Verwende dazu die Karte Trank. Lass uns die Entwicklung zu Starmie vorbereiten. Gib Sterndu außerdem eine Wasserenergiekarte. Greif deinen Gegner mit Sterndus Hieb an, um deinen Gegenzug zu beenden. Gut, ist zwar jetzt nicht gerade sehr viel gewesen, aber jetzt brauchen wir unbedingt Starmie. Na, Starmie, bist du da? Ja, du hast Starmie, Level 28 gezogen. Nun hast du endlich eine Starmie-Karte gezogen. Mit der Starmie-Karte entwickelst du nun Sterndu. Du hast genug Energie hinzugefügt, um Sternenfrost auszuführen. Greife deinen Gegner mit Starmies Sternenfrost an. Nun lassen wir das Spiel beginnen und vor allem eigentlich auch beenden. Oh, noch nicht so ganz. Überprüfung Lähmung. Bei Kopfgegner ist gelähmt. Gut, der Gegner ist gelähmt. Gut, er kann es jetzt nicht mit Macholo angreifen.
Es sei denn natürlich ja dein Hyperheiler. Und Marollo ist jetzt von der Lähmung geheilt. Gut, nun besitzt Marollo nur noch 10 KP, lass uns den Kampf zu Ende bringen. Greife mit Starmis Sternfrost an. Dein Gegner ist kampfunfähig, nimm den letzten Preis. Der Gewinner heißt Red. Nun lass uns das Spiel beginnen. Gut, gut, gut. Das Übungsduell wäre damit jetzt beendet. Red hat alle Preise gewonnen. Entscheidung! Du hast das Duell mit Jan gewonnen! Die Grundstruktur des Spiels ist ganz einfach. Du musst versuchen, so viele gegnerische Pokémon kampfunfähig zu machen, wie Preise vorhanden sind. Das ist das Wesentliche im Spiel. Wenn du was nicht verstehst, frage einfach Jan. Es ist vielleicht auch hilfreich, noch einmal mit ihm zu üben. Dieses Mal war es nur eine Übung und du musstest meinen Anweisungen folgen. Aber es gibt auch andere Spielwege. Probiere diese aus, indem du normales Duell anwählst. Haben wir jetzt überhaupt ein Deck? Nein. Nun, dann lass uns mal dein Deck bauen. Hast du deine Karten dabei? Red gibt die Karten Dr. Mason. Ich werde einige meiner Karten zu deinem legen. Nun, Red, welches Deck möchtest du haben? Bitte suche dir ein Deck aus. Natürlich Shigi und Freunde. Denn generell, von der ersten Generation her, fand ich Erzak Shigi sowieso immer am besten. Okay, Bisasam hat die Erzak auch mal aktiviert, aber bei Wasser-Pokémon kann man nie was verkehrt machen. Ein Shigi und Freunde-Deck, yo. Oh, ein Shigi und Freunde-Deck, hier sind die restlichen Karten. Red erhält ein Shigi und Freunde-Deck. Red erhält 30 Karten. Du solltest mit vielen verschiedenen Leuten spielen. Warum besuchst du nicht einmal einen der Kartenclubs? Dort spielen immer viele Leute. Sammle neue Karten und versuche ein neues Deck zu bauen. Moment. Mal sehen, Deck. Shigi und Freunde-Deck. Mal sehen, Namen ändern, Abbruchdeck ändern. Was haben wir denn hier drin? Wir haben 12 Wasser-Pokémon. Shigi, Shilok. Shigi zweimal, Shilok einmal, Turtok einmal, Yurop haben wir zweimal, Yugong haben wir einmal. Okay, wir haben 12 Pokémon. Okay, wie konnte man das jetzt hier weitermachen? Ach so. Haben wir nicht. Marollo, Mashok. Kleinstein, Nokshan. Abracadabra, Nebulak, Alpollo. Radfratz, Radikal, Mauzi. Professor Eichkarte, Billkarte, Tauschkarte, Pokéballkarte, Aufwischenkarte, Detektorkarte, Trankkarte, Hyperheiler. Und dann haben wir Sack Energiekarten. Hier 11-mal Wasserenergie, Kampfenergie 6-mal und 8-mal die Psychoenergie. Insgesamt sind es ja natürlich 60 Karten. Wasserenergie natürlich am meisten. Und der Rest... warte mal. Ups, das war's. Okay. Okay, das Shigi und Freunde-Deck. Gut, das war schon mal nicht schlecht. Was können wir hier noch in der Konfiguration machen? Die Textgeschwindigkeit ist eigentlich optimal. Gut, unser Status. Meistermedaillen haben wir jetzt natürlich noch keine. Einzige. Na gut, aber ich denke, sag mal, für ein Tutorial war das jetzt, sag doch, ideal. Um dein Spiel zu sichern, drücke Start und wähle dann im Menü Tagebuch. Mit dem PC dort drüben kannst du alles Mögliche machen, auch die E-Mails von Dr. Mason lesen. Red hat den PC eingeschaltet. E-Mail lesen? Mal sehen. Red, ich bin es, Dr. Mason. Hast du den Dreh des Sammelkartenspiels herausbekommen? Ich habe einige Informationen zu den Booster-Packs.
Wenn du die gleichen Karten sammeln möchtest, dann spiele mehrmals mit derselben Person, um eine bestimmte Boosterpackung zu bekommen. Wenn du das tust, kannst du die gleichen Karten sammeln. Das vereinfacht die Zusammenstellung eines Decks. Eine andere Möglichkeit ist der Card Pop. Mit einem Freund, wenn ihr den Card Pop spielt, erhaltet ihr beide eine neue Karte. Aber du kannst mit jedem Freund den Card Pop nur einmal spielen. Also suche dir mehrere Freunde, die das Sammelkartenspiel für den Game Boy besitzen und spiele mit ihnen den Card Pop, um neue Karten zu erhalten. Oh, ich habe noch was für dich. Yay, Pokémon Colosseum! Wann das denn, das wohl, sag auch mal, im Online-Service von der Nintendo Switch wohl dabei sein wird. Wann werden da wohl GameCube-Spiele hinzukommen? So, Colosseum. Red überprüft die Karten in der Boosterpackung. Chanera, Kadabra, Akani, Nidorino, Tausch, Pikachu, Glumanda, Dicta, Sterndu, Psychoenergie. Ja, nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ich werde dir wertvolle Hinweise per E-Mail senden. Außerdem werde ich jeder E-Mail eine Boosterpackung hinzufügen. Also überprüfe regelmäßig deine E-Mails Masons Labor. Dr. Mason. Tja, dazu muss ich jetzt leider aussagen. Das ist mir jetzt auch komplett neu. Ich hatte jetzt, als ich jetzt vor langer Zeit, vor Urzeiten das Spiel gespielt hatte, glaube ich, kein einziges Mal den PC angemacht. Generell hat sie zur damaligen Zeit auch kein einziges Mal Interesse daran gehabt, irgendwie in der Gegend herumzulaufen und mit anderen Leuten hier zu reden. Diese Maschine ist eine Decksicherungsmaschine. Du kannst die Konfiguration eines selbstgebauten Decks speichern. Die Maschine wird dir dieses Deck dann jederzeit wiederherstellen, solange du die dafür nötigen Karten besitzt. Wenn du ein tolles Deck gebaut hast, solltest du es hier speichern. Okay. Um eine inaktive Maschine im Gang zu setzen, benötigst du eine Medaille. Die Meistermedaillen sind im Besitz der Clubmeister. Nachdem du Medaillen gewonnen hast, setzt du sie in die Maschinen ein. Dann kannst du neue Decks bauen. Interessant. Oho, willst du gegen mich antreten, um dein Deck zu prüfen? Solltest du gewinnen, gebe ich dir eine Boosterpackung. Aber sie enthält nur Energiekarten. Möchtest du gegen Adrian antreten? Warum nicht? Oh, bitte wähle das Deck, gegen das du antreten möchtest. Was? Bitte wähle das Deck, gegen das du spielen möchtest. Boah. Wasser- und Kampfdeck. Das Wasser- und Kampfdeck? Obwohl, wartet? Nein. Ich denke, sag mal, wir treten mal gegen Adrian an. Mit dem Elektro- und Feuerdeck. Das Elektro- und Feuerdeck? Ja. Oh, okay, lass uns ein Vier-Preise-Match beginnen. Techniker Adrian, Elektro- und Feuerdeck. Jeder Spieler misst das Deck des Gegenspielers. Jeder Spieler zieht 7 Karten. Wähle ein Basis-Pokémon für die Arena aus. Haben wir hier was? Leider bloß ein Kleinstein. Steinhagel, 10-mal. Wirft eine Münze, bis du Zahl wirfst. Dieser Angriff fügt jedes Mal, wenn die Münze Kopf zeigt, 10 Schadenspunkte zu. Gut. Du kannst diese Karte nicht auswählen. Okay, Pokéball wählt deine Pokémon für die Bank aus. Okay, da haben wir jetzt leider nichts. Preise werden platziert. 4 Preise. Münzwurf entscheidet, wer zuerst am Zug ist. Bei Kopf spielt Red. Wir sind leider erst als zweites dran. Aber theoretisch müssten wir eigentlich... Oh, Alpollo. Schade. Warte, bitte wähle Karte aus der Hand. Okay, da müssen wir nochmal sehen. Pokéball, wirf eine Münze. Bei Kopf darfst du dein Deck nach einer beliebigen Basis-Pokémon oder Evolutionskarte durchsuchen. Zeige diese Karte deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand.
Mische dein Deck danach. Okay, ich aktiviere den Pokéball. Na bitte, wähle eine Evolutions- oder Basis-Pokémon-Karte aus dem Deck. Dann nehmen wir Nebulak. Oder? Ja, Nebulak. Dann setzen wir Nebulak auf die Bank. Dann kriegt Psychoenergie Nebulak. Überprüfen im Spielbereich. Wir können den Sack leider immer noch nicht den Steinhagel aktivieren. Gut, Aufwisch, bitte wähle Karte. Was konnte die noch? Wähle eines deiner Pokémon im Spiel und nimm seine Basiskarte auf die Hand zurück. Nein, Alpollo. Tja, dann bin ich jetzt erstmal hier leider fertig. Jetzt brauche ich ja dringend eine Kampfkarte. Oh, wir haben Shiggy jetzt gezogen. Okay, Shiggy auf die Bank. Alpollo. Los geht's. Überprüfen im Spielbereich Alpollo. Hypnose und Traumfresser ist er jetzt aktiv. Okay, wie konnten wir jetzt, sag eigentlich noch Rückzug? Der Rückzug kostet eine Energiekarte. Okay, ich muss unbedingt nochmal herausfinden, wie man jetzt hier den Rückzug macht. Also irgendwie habe ich jetzt hier was falsch gemacht. Auf alle Fälle. Oder geht das bloß am Zug anfangen? Wieso kann ich nie den Rückzug hier nutzen? Moment, wieso haben wir Kleinstein nicht von vornherein eine Energiekarte gegeben? Das ist jetzt wohl bescheuert, hatte ich warte mal, wir hatten doch Kleinstein eine Energiekarte gegeben, oder nicht? Das ist jetzt irgendwie blöd, Glumandas Knot. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Wieso zum Henker hat jetzt gesagt. Verstehe ich nicht. Wir haben noch einen Nebulak. Okay, Nebulak, auf die Bank mit dir. Und noch ein bisschen Wasserenergie für Shiggy. Und jetzt Angriff. Blubber. Na bitte. Glumanda gelähmt. Oh,
Okay. Wir müssen das irgendwie gewinnen. Ratfratz. Und komm schon, nochmal Blubber. Na bitte, nochmal gelähmt. Also jetzt läuft der Sack alles hier richtig, aber es wundert mich der Sack doch ein bisschen, dass wir anscheinend wirklich der Sack nicht... Defender, lege Defender auf einem deiner Pokémon und entferne die Karte nach dem nächsten gegnerischen Angriff wieder. Der deinem Pokémon zugefügte Schaden wird um 20 Schadenpunkte reduziert, nachdem Schwäche und Resistenz abgerechnet wurden. Das ist jetzt, sag wirklich bescheuert. Okay, das ist jetzt doch, sag wirklich bescheuert. Aber wir setzen trotzdem immer noch Blubber ein. Ha, das dritte Mal hintereinander Kopf. Okay, Schaden kriegt der Sack jetzt Glumanda, der Sack keinen. Aber immerhin wurde es gelähmt. Okay, noch einen kleinen schon überprüfen im Spielbereich. Okay, ein weiteres Kleinstein können wir setzen. Und jetzt ist mal wieder Blubber. Okay, diesmal keine Lähmung, war aber jetzt auch nicht notwendig. Okay, das sitzt der Sack nicht so gut. Dann an die Arbeit, Apollo. Hypnose! Gute Nacht, Voltoball! Ah, das gibt's doch nicht. Okay, radikal. Entwicklung auf Ratfratz. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Och, komm schon. Das ist doch jetzt, nicht möglich. Okay, jetzt muss ich jetzt den Angriff mal überprüfen. Das ist jetzt so bescheuert. Ich muss ja immer weiter Hypnose einsetzen, aber wenn die Hypnose jetzt jedes Mal durch den Münzwurf negiert wird. Okay, diesmal haben wir endlich mal Glück gehabt und können, Voltoball endlich aus dem Spiel nehmen. Oh, das ist doch bescheuert. Wir brauchen Kampfenergie. Thank you.
Tja, das zieht sich jetzt wirklich ein bisschen in die Länge. Wir hätten von vornherein Kampfenergie gebraucht. Oh, wir kriegen so Sack nichts hin. Ein Gengar wäre Sack jetzt nett, aber Gengar haben wir nicht. Das ist doch nervig. Wir müssen schon zweimal Sack jetzt beim besten Willen. Okay, nochmal die Kampfenergie. Gut, es wird Zeit für den Rückzug. Und Angriff mit Steinhagel. Also das ist jetzt schon ein bisschen unverschämt jetzt von uns gewesen. Jetzt auf einmal Kadabra. Okay. Wir könnten es auch theoretisch... Oh, jetzt ist auch Maschok. Das gibt's doch nicht. Okay, das war jetzt leider unpassend. Ah, verdammt nochmal, wir haben jetzt also auch wirklich gesagt viel zu viel Pech jetzt gehabt. Starmie, das ist doch jetzt nicht möglich. Auffisch. Will ein Pokémon für Auffisch. Okay. Hey, wir haben jetzt der Sack. Moment, wieso haben wir jetzt der Sack? Oh, so war das mit Auffisch gemeint. So ein Mist. Ich hatte jetzt eher gedacht, dass wir jetzt unsere... Ach, natürlich, das bringt nichts. Aber ich hatte jetzt eher damit gerechnet, dass wir jetzt unsere Psychoenergie zurückkriegen. Och, komm schon, das ist doch jetzt nicht möglich. Das ist doch jetzt beim besten Willen nicht möglich. Aber gut, jetzt da wir natürlich radikal einsetzen können. Energiesuche. Ah, auf die Suche nach einer Basisenergiekarte. Verdammt nochmal, die Karte hätten wir jetzt auch gebraucht. Tja, so zieht sich jetzt Erzack wirklich alles in die Länge. Wenn man Erzack natürlich nicht die nötigen Energiekarten gezogen hat, hat man natürlich Erzack Pech. Und wenn man dann Erzack noch mit den Münzen ebenfalls ein bisschen Pech hat.
Dann ist der Sack jetzt hier alles unoptimal. So, überprüfen Spielbereich. Wir haben... Warte mal. Wir sollen der Sack jetzt wirklich noch... zwei Schätze haben? Das kann doch der Sack jetzt nicht sein. Okay, das war jetzt die falsche Seite. Und jetzt haben wir sowieso auch gleich verloren. Tja, unser erstes Duell ging jetzt nach hinten los. Oh, wie sieht es aus? Hast du ein Gefühl für dein Deck bekommen? Oh, komm wieder. Es würde mich freuen, wieder mit dir zu spielen. Okay, ich habe auf jeden Fall jetzt ein Gefühl fürs Deck bekommen. Und auf jeden Fall die Tatsache... Ja. Nebulak, Alpollo. Ihr beide könntet es beim besten Willen einpacken. So oder so würde ich jetzt erstmal sagen, war das doch ein sehr interessanter erster Part gewesen. Mit zum einen Münzglück, zum anderen, er sagt dann sowieso auch noch Kartenziehpech. Und ich frage mich, er sagt wirklich, wieso habe ich er sagt Kleinstein keine Energie gegeben? All das und vieles mehr stellen wir uns sicherlich, er sagt auch noch in den nächsten Parts, die Fragen aller Fragen. Wieso habe ich er sagt keine Energie ausgewählt? Und damit seid dann jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir dann unseren Weg zu den 8 Clubs dieser Region beginnen werden. Bis dann und schau bis dann.